Austria diesen Talk halten zu dürfen zum ersten Mal. Wir haben diesen Talk jetzt knapp 5 Monate so peu à peu vorbereitet. Die Bestandsaufnahme, wie wir die Zukunft der Kommunikation und Kollaboration uns erhoffen und wünschen. Und wenn's das Internet of Communities. Wir haben jetzt auch ein Hashtag eingerichtet, IoT Vision. Also wenn ihr Ideen zu dem Thema auch habt, wenn ihr das beitragen wollt, wenn ihr Schlüsselträger kennt zum Beispiel, wir gehen auch das Thema ein, tweetet uns oder tweetet es und wir werden diese Liste in Progress fortführen auf der Website. Ja gut, also zum Einstieg einmal, bevor wir ins inhaltliche Folge gehen, möchte ich einmal eine Geschichte aus Bäumen erzählen, von der Ursprung aus Bäumen. Und da gab es einen Weisen in einer kleinen Stadt, der von der Bevölkerung sehr geschätzt wurde, vor allem wenn es darum ging, wesentliche Fragen zu beantworten. Und in der Stadt gab es auch Glaubensgelehrte, die sehr eifersüchtig auf diesen Weisen waren, weil sie einfach nicht als die Quelle der Weisheit von den Menschen in der Stadt wahrgenommen. Und so überlegen sie sich, wie sie den Weisen diffamieren können und einigen sich dann darauf, dass am Freitag, wo sich alle am Hauptplatz versammeln, sie zum Weisen gehen werden und vor allem fragen werden, mit einem Vogel in der Hand, ob dieser Vogel lebt oder nicht. Und wenn der Weise sagen sollte, er lebt, dann zerdrücken sie den Vogel. Und wenn der Weise sagt, er ist tot, dann öffnen sie die Hand und der Vogel kann wegnehmen. Und so erhoffen sie sich, mit dieser List den Weisen informieren zu können. Und dann kommt dieser Tag, der Freitag, die Menschen versammeln sich am Hauptplatz, fragen den Weisen die wichtigsten und wesentlichen Fragen ihres Lebens. Und dann kommen die Glaubensgelehrten mit dem Vogel in der Hand und sagen, oh du Weiser, du weißt doch bestimmt, dieser Vogel in meiner Hand, lebt er oder ist er tot? Und der Weise überlegt für einen Moment, für einen zweiten, und antwortet dann, mein lieber Freund, das alleine liegt in deiner Hand. Ja, vom Hobby jetzt mal zurück in die Realität und in die Zukunft. Eine der größten Herausforderungen auf unserem Leben ist heutzutage im Ozean, weil dort sich halt Plastikpartikel und alles Mögliche sammeln. Und das ist nicht nur das einzige Problem, es gibt auch andere Probleme, die weltweit unser Leben wirklich bedrohen. Und hier sehen wir eine Karte, die einfach zeigt, wie vernetzt wir sind mittlerweile. Ja? Also wir leben in einer vernetzten Welt, wir sind im 21. Jahrhundert, es gibt jetzt 25 Jahre das Internet. Und wir hängen alle miteinander zusammen, wir handeln miteinander, wir kommunizieren übereinander, über Grenzen. Und jetzt geht es auch um das Thema Internet of Communities. Und da ist sozusagen dieses Thema, haben wir uns ausgesucht, weil es eine gute Perspektive bringt, sozusagen. Die Perspektive weg vom nationalen eigenen Haus, sozusagen in die Umgebung, in eine Perspektive auf den Planeten. Das sind Leute, in ein Wort mehr ist digitalisiert. Das heißt, 150.000 Stunden am Tag investieren jetzt Menschen, ohne es zu wissen, in ein globales, kollaboratives Projekt hinein, bei dem es darum geht, alle Bücher der Welt zu digitalisieren. Eine tolle Sache. Manche wird es vielleicht ärgern, dass sie kostenlos für Google haben. Und jetzt ist dann die Frage, wie schaffen wir diesen Sprung, diesen Sprung der Kollaboration einzelner Menschen für ein spezielles Projekt unbewusst hinzu, dass Communities und nicht nur einzelne Menschen ganz bewusst sich entscheiden, wir wollen zum Beispiel dieses Umweltproblem lösen. Wie passiert das? Ja, was man dafür auf alle Fälle braucht, ist ein Bewusstseinssprung, und zwar von Level 0 zu Level 1, wobei Level 0 ist erstmal hilflos wie ein Baby, und Level 1 ist, wir können Probleme gemeinsam angehen. Und dann haben wir schon vernetzte Kollaboration. Und da ist es erstmal wichtig, dass das Netzwerkbewusstsein da ist, dass jedem klar ist, hinter euch, ich weiß nicht, wie viele ihr seid, vielleicht 30 Leute, aber hinter euch 30 Leuten, da sind wiederum
so viele Menschen mit euch vernetzt, mit denen ihr täglich redet, mit denen ihr kommuniziert. Und deswegen kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen, wie groß die Reichweite von diesem Talk zum Beispiel sein wird. Ja, also das ist eben wichtig, dass man eine andere Perspektive hat auf Kommunikationsprozesse und auch die Distribution davon aktiv regelt und auch den Mut hat, sozusagen das anzugehen, weil eigentlich sind wir ziemlich stark vernetzt und eigentlich ist es ziemlich nah an uns dran, also näher als wir bedenken. Zum Beispiel auf Facebook war es früher so, da war man um 6 Ecken mit Obama vernetzt, mittlerweile sind es nur noch 3 Ecken. Also die Connectivity steigt insgesamt und wir kommen alle näher zusammen. Was es für vernetzte Kommunikation auch geben muss, ist ein Operating System. Stellen wir uns vor, diesen Grand Pacific Garment Badge. Es wäre super, wenn wir da ein Goal-View hätten, für alle Communities, die interessiert sind, dieses Problem anzugehen. Und wir, also Goal-View, man nimmt, dass man einfach eine Sicht hat, wie von außen auf die Erde, auf diesen Punkt eben, wo dieses Problem ist. Und dass man vielleicht im Interface gleichzeitig noch sehen kann, okay, was sagen die einzelnen Communities, was sind das für Foren, die gleichzeitig ablaufen, wo Leute miteinander darüber reden, was gibt es gleichzeitig für Pläne, die auf der anderen Seite ausgearbeitet werden von Communities und so weiter und so fort. Ne? Also das meine ich mit Operating System. Das Great Pacific Garment Badge Problem zum Beispiel angehen, damit ihr auch alle ein bisschen entspannt seid, dass es schon Leute gibt, die in diese Richtung arbeiten. Das ist der Vivian Lezanne, das ist ein sehr interessanter Mensch, den ich auch nur weiterempfehlen, der sich für dieses Thema interessiert. Ist ein hochdekorierter Wissenschaftler im Dunstkreis der Europäischen Kommission, der auch schon bei der digitalen AM damit gearbeitet hat. Er hat eine Initiative gestartet, die heißt New Capacity Building Program. Und da geht es wirklich darum, ein Interface zu schaffen, um die verschiedenen Wissenschaften in Europa miteinander zu vernetzen und den Austausch zu fördern zwischen den Bürgern und Institutionen zum Beispiel auch. Ja. Auf der anderen Seite die Katharina Valgavi, die ich sehr schätze. Sie hat ein Projekt, das heißt der Plastic Index. Und auf dieser Plattform gibt sie alle möglichen Toolkits weiter, wie man Plastik zum Beispiel verwenden kann, upcyclen kann, zu neuen Produkten machen kann. Zum Beispiel kann man aus einer PET-Flasche eigentlich auch ein Licht machen. Also alles sowas gibt es da zu sehen, wenn ich dafür interessiere.